Wichtige Einmeldung, Los Santos. Das ist der größte Alarm, den wir je hatten. Denn XXL Sirenhead ist angekommen und er ist größer denn je. Wir brauchen unbedingt Ihre Unterstützung. Wir brauchen Hilfe. Sofort. Freunde, heute ist der ganz besondere Tag. Ihr habt es gerade in den Nachrichten gesehen. Es wurde angekündigt, dass XXL Sirenhead in Los Santos mittlerweile angekommen ist. Falls ihr nicht wisst, wer XXL Sirenhead ist, Leute, checkt unbedingt die Folge aus, wo wir als Baby Sirenhead gespielt haben. Da gab es tatsächlich einige Konflikte schon mit ihm und er ist wirklich die größte Sirenhead-Gestalt, die ich je gesehen habe. Und ich habe keine Ahnung, ob wir ihn besiegen können, denn wir tun uns natürlich auch schon schwer, den ganz normalen Sirenhead in Los Santos zu besiegen. So, ich würde sagen, Kollege, gib mir mal das Auto, denn wir haben natürlich, Leute, auch wieder unsere persönliche Armee. Wir haben Luftunterstützung, wir haben natürlich auch einen Kalgarin Technical am Start, wir haben Panzer, wir haben alle möglichen Leute, die uns helfen können, diesen XXL Sirenhead zu besiegen. Und Leute, ihr wisst natürlich wieder, was zu tun ist. Wenn ein Sirenhead-Video kommt, dann lasst ihr gerne immer ein Like da. Lasst uns wieder zusammen 10.000 Likes schaffen. Dann gibt es wieder eine weitere Episode mit Sirenhead. Und wie es weitergeht, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst gerne natürlich, Leute, kostenlos ein Abo da. Dann verpasst ihr keine weiteren GTA-Mod-Videos und Sirenhead-Videos zu GTA 5. Ich würde aber sagen, wir starten mit dem Video. Soweit ich das gehört habe, soll Sirenhead, also XXL Sirenhead, bereits die Innenstadt von Los Santos erreicht haben. Aus dem Grund würde ich sagen, so, alle Squads jetzt bitte zum Wegpunkt, so schnell wie möglich. Auch der Panzer, genau du. Wir fahren jetzt alle zum Wegpunkt und dann wird es heute die Konfrontation geben gegen den Riesen XXL Sirenhead. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Freunde. So, Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg in die Innenstadt. Wir sind bald da, wo der letzte Sichtungspunkt von ihm war. Und ich bin ehrlich, ich glaube, übersehen kann man ihn kaum. Der ist nämlich so riesig, das ist fast schon unmöglich, den zu übersehen. So, wo bist du, du kleiner Freund? Beziehungsweise großer Freund. Der ist ja ein riesiger. Der ist ja ein Riese, muss man sagen. So, wo bist du, Kollege? Zeig dich. Wobei, zeig dich gleich. Ich warte auf meine Crew. Ey, das, was ist das? Die sind echt richtig langsam. Der Einzige, der angekommen ist, ist dieser Wagen. Okay, perfekt. Immerhin bist du da. Wir sind natürlich auch ausgerüstet, Leute, mit vollem Equipment. Und ich hoffe, dass wir es heute schaffen können. Obwohl, weißt du was? Komm, ich brauche noch ein Outfit. Ich brauche noch ein Outfit, mit dem ich mehr Chancen habe. So, jetzt sind wir gerüstet, Freunde. Das wird jetzt auf jeden Fall ein sehr interessanter und spannender Kampf werden. So, habt ihr ihn schon irgendwie gesehen? Ich höre ihn. Ich höre ihn, Freunde. Und ich höre auch seine Sirenen. Das ist auf jeden Fall er. Das ist kein normaler. Das ist der XXL Sirenhead. Okay, Leute. Also, alles mal auf die Route. Was geht da hinten ab? Was ist da hinten los? Lass uns das mal nachprüfen. Was ist da hinten? Habt ihr ihn, Freunde, gesehen schon? Ist er hier irgendwo? Leute, ich hoffe, das ist der Schatten von einem Baum. Ist das der Schatten von einem Baum? Oder ist das jetzt irgendwie... Oh, nein. Oh mein Gott. Freunde, was ist das? Ach du meine Güte, Freunde, dieses Ding ist so groß. Es ist größer als gewisse Gebäude sogar in Los... Alter, erschreckt mich nicht. Alle aus dem Weg. Sofort Los Santos evakuieren. Alle raus aus der Stadt. Ganz schnell raus. Riesen XXL Sirenhead ist in der Stadt angekommen. Okay, Leute, Angriff würde ich sagen, nicht wahr? Also, Wegpunkt markieren. Und dann würde ich sagen, wir fangen an anzugreifen. Okay, XXL Sirenhead. Wir werden es mit dir aufnehmen. Komm schon. Oh mein Gott, Leute. Ich weiß nicht, aber aktuell bewegt sich nicht. Ich glaube, das kitzelt ihn nur. Hallo, hörst du mich? Siehst du mich da? Ey, das ist jetzt krass Disrespect, dass du mich hier nicht respektierst. Hallo, respektier mich mal. Was ist hier explodiert? Blue Squad ist zerstört. Warst du das? Hast du den Blue Squad zerstört? Ich weiß nicht, wie. Wo ist der ganze Straßenverkehr? Wo sind meine Autos? Oh mein Gott, Freunde. Wir haben ein großes Problem. Wir haben ein sehr großes Problem, muss ich jetzt sagen. Ich brauche Unterstützung. Alle Squads sofort herkommen. Sofort zum Wegpunkt fahren. Jetzt allerschnellstens. Kommt schon. Wo fahrt ihr hin? Wo fahren die hin, ey? Ich habe einen Wegpunkt hier markiert. Das gibt's doch nicht, ey. Wir müssen es mit diesem riesen Sirenhead aufnehmen. Und wir haben Glück, dass er noch nicht so aggressiv ist. Stellt euch mal vor, wenn der jetzt gleich aggressiv sein wird. Das wird auf keinen Fall einfach sein, einen Kampf gegen ihn zu führen. Ich habe eine Idee, Leute. Ich glaube, wir sollten mal von einer Station einen Laserjet oder eine Hydra holen und wir versuchen es aus der Luft. Ich denke, aus der Luft haben wir deutlich bessere Chancen, seine Aufmerksamkeit zu erhalten. So, Yellow Squads, Green Squad, Purple Squad und so weiter Squads. Ey, seid ihr ernsthaft? Ey, was ist mit euch? Ihr seid so inkompetent. Ihr seid unter die Brücke gefahren. Hier ist die Gefahr, nicht unter der Brücke. Oh mein Gott, Leute. Also mit der Ausbildung, ich weiß nicht, wer hier meine Militärleute ausgebildet hat. Aber offensichtlich gar keiner. Okay, Freunde, Hydra ist am Start. Ich würde sagen, das ist jetzt der Beginn, Freunde. Wir werden jetzt versuchen, mit diesem Ding diesen riesen Sirenhead auszuschalten. Ich kann ihn noch nicht sehen. Ich glaube, er wird gleich auf der nächsten Distanz spawnen. Wo ist der Kollege? Grüner Squad, wo ist er hin? Ist er abgehauen? Aber ich höre noch seine Sirenen. Ich höre ihn noch. Aber er ist noch nicht alarmiert. Er ist noch ganz gechillt drauf, muss ich sagen. Ich bin gespannt, wie er gleich sein wird, wenn er richtig auf Aggressivitätsmodus ist. Dann weiß ich nämlich nicht, wie er ist. Okay, wir haben ihn gesichtet. Da ist er, da ist er. Okay. Ich würde jetzt mal sagen, du kriegst erstmal eine fette Ladung ab. So.
Let's go, genau. So, ja, Mann, er nimmt auf jeden Fall Schaden, Leute. Er nimmt ordentlich Schaden. Ich weiß, ich schieße gerade auch ein bisschen die Gebäude ab. Oh mein Gott, Freunde, das Ding ist viel mächtiger, als ich dachte. Hallo, reagierst du auf mich? Wir brauchen bessere Waffen. Raketen! Raketen auf den XXL Cyanet! Raketen! Yo! Okay, er hat Schaden genommen. Okay, let's go, Alter. Let's go. Jawohl, wir haben ihn getroffen. Perfekt, perfekt. Violet Squad ist zerstört. Wir müssen uns irgendwie beeilen. Cyanet ist wieder in so einen Unsichtbarkeitsmodus gegangen. Okay, jetzt sehen wir ihn wieder. Alles klar, Leute. Ich glaube, wir haben ein großes Problem. Ich glaube, wir kriegen jetzt ein großes Problem. Oh nein. Leute! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er bewegt sich! Oh mein Gott, Leute, er greift an! Er greift die ganze Stadt an! Jetzt ist er aggressiv geworden, Leute! Jetzt ist Cyanet aggressiv geworden! Oh mein Gott, das ist wahrscheinlich dieser Großvater Cyanet, wovon die anderen gesprochen haben! Oh mein Gott, was macht er da, Leute? Ich flieg gegen ihn! Oh, Junge, das ist knapp! Das ist knapp, Leute! Vorsicht vor den Gebäuden! Bloß nicht die Gebäude erwischen, das wäre das Allerschlimmste! Oh mein Gott, erstmal muss ich mich darauf konzentrieren, dieses Flugzeug steuern zu können! So, wir gehen wieder in den normalen Hydra-Modus! Freunde, das hier ist echt der actionreichste Kampf, den ich je gesehen habe gegen Cyanet! Guckt euch das mal an! Stellt euch mal vor, die beiden würden gegeneinander kämpfen! Das war echt der Wahnsinn, Leute. XXL Cyanet gegen XXL Cyanet. Also, falls ihr so ein Video wollt, Leute, dann lasst gerne ein Like da. So, ich greife an. Ich gebe alles, was ich kann. Aber das scheint wirklich gerade richtig abzugehen. Also hier. Oh mein Gott, greift er mich an? Ich weiß es nicht, Leute. Oh mein Gott. Freunde, ey, ich muss sagen, da habe ich ein bisschen Respekt vor. Ich glaube, jetzt ist er im Power. Ja, ich glaube, er hat sich ein bisschen ausgepowert. Nein, er ist wieder am Bewegen. Leute. Ich habe das Gefühl, ich dokumentiere das Ganze hier einfach nur, was er macht. Aber bei der Geschwindigkeit, bei der er sich gerade bewegt, denke ich nicht, dass wir es hinkriegen, ihn ganz normal zu erledigen. Es wird auf gar keinen Fall leicht werden, Leute. Wir müssen ihn doch irgendwie erwischen können. Yes, ich habe einen getroffen. Oh, ich habe wieder einen getroffen. White Squad. Nein, der weiße Squad. Oh nein, er greift mich an. Leute, er greift mich an. Weg da, Bitte geh weg. Oh mein Gott, Leute. Alle meine Squads. Nein, der hat den Jet angegriffen. Aussteigen, Franklin. Aussteigen. Oh mein Gott, Er hat einfach alles kaputt gemacht. Oh mein Gott. Okay, zum Glück sind wir gesichert, Leute. Zum Glück haben wir diesen Anzug. Aber schaut euch mal an, was passiert hier gerade? Alles Mögliche explodiert. Eine Kettenreaktion von Explosionen. Oh mein Gott. Was macht der da? Das kommt alles von Cyanet, Leute. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Wie werden wir ihn erledigen? Ich weiß es nicht. Und das ist offensichtlich eine der mächtigsten Kreaturen, die ich gesehen habe. Ich rufe erstmal Verstärkung. Ich denke, das könnte uns weiterhelfen, Leute. Wenn wir Verstärkung rufen, haben wir vielleicht eine Chance. Schaut euch das mal an. Was Cyanet oder XXL Cyanet bitte für eine Verwüstung angerichtet hat. Das war alles er. Wenn er einen Handschlag macht, bei der Größe, explodieren einfach Autos im Radius von 1 Kilometer. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe noch nie so eine mächtige Kreatur gesehen. Schaut euch das mal an. Das hört nicht mal auf. Helikopter fliegen von der Luft und explodieren. Was ist hier los, Leute? Ich weiß nicht mal, ob wir so eine Kreatur überhaupt besiegen können. Oh mein Gott, da ist er wieder, Leute. Wir hätten uns nicht mit dem anlegen sollen. Schaut euch mal an. Der macht gleich die ganze Stadt kaputt. Ich befördere neue Squads. Und zwar brauche ich einen Maverick. Dann brauche ich, Green Squad ist noch da. Yellow Squad. Wir brauchen ein paar Panzer. Für den Violet Squad brauche ich ebenfalls noch ein paar Panzer. Und dann hole ich mir selbst noch einen Panzer. So, Angriff, Leute. Kämpft gegen Cyanet. Greift an. Oh mein Gott. Was? Der hat alle Squads zerstört. Er hat sie alle erledigt. Mein Panzer. Freunde, was passiert hier gerade? Ich kann das nicht. Das schaffe ich nicht. Leute. Ich habe noch nie so eine Macht gesehen. Da können wir nichts machen, Leute. Ich muss meine Geheimwaffe verwenden. Und zwar, ich habe nämlich eine Nuklearpanzerfaust in meinem Waffeninventar. Wenn wir die verwenden, könnte es Los Santos teilweise zerstören. Aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir gegen Cyanet antreten können. Wir müssen ganz präzise... Wir müssen diese Waffe ganz präzise schießen. Und wir müssen sie aus weiter Distanz verwenden. Dazu sollte ich das aber am besten machen, wenn er sich ein bisschen beruhigt. Beruhig dich mal, Kollege. Oh mein Gott, Leute, ich weiß nicht. Wir müssen warten, bis er ruhiger wird. Wir müssen ein bisschen noch abwarten. So schaffen wir das nicht. Nein, keine Chance. Okay, Freunde, ich habe einen Plan B. Und zwar, wir könnten Folgendes probieren. Wir könnten ihn versuchen, von der Stadt wegzulocken. Von Los Santos. Oh mein Gott, er greift gleich an, Leute. Wir werden es so machen. Wir locken ihn jetzt an und bringen ihn nach Blaine County. Ey, es tut mir leid, Trevor. Ich wollte nicht deine Stadt zerstören. Aber ey, Los Santos ist einfach wertvoller als Blaine County. Deswegen, Trevor, komm auf jeden Fall nach Los Santos, Bruder. Wir bringen Cyanet, Leute, jetzt nach Blaine County. Und dann wird er es endlich bekommen. Also, ich weiß zwar nicht, wie wir ihn von der Stadt weglocken können. Ah ja, er verfolgt uns. Perfekt. Sehr gut.
Wir sind das einzige Helikopterding, das uns erkennt. Okay, Leute. Er ist mittlerweile in Blaine County angekommen. Los Santos ist mittlerweile komplett verloren. Wirklich. Alle haben sich in Sicherheit gebracht. Ich hoffe mal, dass Trevor mittlerweile auch in Sicherheit ist. Und wir werden, Leute, jetzt gleich die Nuke-Bombe werfen. Das wird heftig. Freunde, das wird die größte Explosion, die ihr jemals in GTA gesehen habt. Okay. Ich glaube, das ist eine relativ sichere Distanz. Ich glaube, das ist eine Distanz, das können wir überstehen. So, Freunde. Ich hoffe, ihr seid bereit. Vergesst natürlich nicht, Leute, ein Like dazu lassen. Lasst uns wieder 10.000 Likes schaffen. Wenn ihr zum Beispiel auch mehr mit XXL Sirenhead sehen wollt. Okay, Freunde. Wir schießen in 3, 2, 1. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Es wird explodieren. Wow, mein Gott. Es hat ihn nicht getroffen. Wo ist mein Buzzard? Ach du meine Güte, Leute. Es hat selbst den Helikopter zerstört. Okay, jetzt pass mal auf. Jetzt wird es aber richtig abgehen. Oh, Junge. Oh, Alter, das hat ihn aber auf jeden Fall Schaden zugesetzt. Ich habe noch den Lenkraketenwerfer. Der könnte ihn vielleicht treffen. Der Lenkraketenwerfer ist aber out of range, Leute. Er kann ihn noch nicht treffen. In dieser Range ist er nicht erreichbar. Okay, vielleicht treffen wir ihn ja aus der Distanz. Oh mein Gott, Leute. Leute. Explodiert das Ding noch? Hallo? Ja, es hat ihn getroffen. Aber es war bei weitem nicht so stark, wie ich dachte. Okay, damit schießen wir auf jeden Fall gegen ihn, Leute. Das wäre unsere Chance. So, jetzt packen wir wieder den Nuke aus. Das ist auf jeden Fall auf seiner Reichweite. Und Leute, jetzt geht's ab. Oh mein Gott, Alter. Es geht jetzt richtig ab. Let's go. Wow. Alter, es macht ihm richtig Schaden. Es macht ihm richtig Schaden. Yes. Jawohl. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, das ist der letzte Stoß. So. Jawohl, Ende Schaden. Okay, Freunde, das ist jetzt der letzte Schuss. Der letzte Schuss, pass auf. Danach war's das. Sirenhead. Sag tschüss. Und boom. Oh, was ist passiert? Leute, bin ich gerade ein bisschen farbenblind oder so? Warum ist der Himmel grün? Liegt das vielleicht an der Bombe? Ist aber Sirenhead noch da? Ist XXL Sirenhead wirklich erledigt? Ich glaube das erst, wenn ich ihn am Boden liegen sehe. Was ist passiert? Oh mein Gott. Ich glaube, die Bombe war zu viel. Okay, Leute. Ich habe zum einen gute Nachrichten. Der XXL Sirenhead ist weg. Aber die schlechte Nachricht ist, ich weiß nicht, ob er es überstanden hat. Ich weiß nicht, ob XXL Sirenhead das vielleicht überstanden hat und dann abgehauen ist. Irgendwie in eine andere Stadt. Nach Liberty City oder sonst irgendwo, wohin gegangen ist. Aber ich sehe ihn nirgendwo. Kann sein, dass er weg ist. Leute, ganz wichtig, schreibt mir in die Kommentare, ist er weg? Oder wenn er weg ist, also wenn er, ist er erledigt worden? Oder ist er noch irgendwo? Ist XXL Sirenhead vielleicht irgendwo? Versteckt er sich vor uns? Wisst ihr vielleicht, wo er sein könnte? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich sehe mittlerweile, dass der Himmel nicht mehr so grün ist, also es wird langsam alles wieder normal, muss man zugeben. Okay, was laber ich für normal? Der Himmel ist wieder grün geworden. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ist das Sirenhead gewesen oder so mit diesem grünen Himmel? Ich weiß es nicht. Leute, ich würde aber auf jeden Fall sagen, das lasse ich euch jetzt in den Kommentaren schreiben. Schreibt mir, wie wird es weitergehen? Wird er zurückkommen? Haben wir ihn endlich besiegt? Und was es mit diesem grünen Himmel auf sich hat? Schreibt es alles in die Kommentare. Lasst jetzt unbedingt ein Like da, Leute. 10.000 Likes. Ich will wieder 10.000 Likes sehen. Sonst wird XXL Sirenhead zu euch nach Hause kommen. Das wollt ihr nicht. Deswegen lasst ein Like da. Kostenlos diesen Kanal abonnieren. Nicht vergessen. Dann geht's weiter mit weiteren solcher Videos. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus. Haut rein, Freunde. Und ciao.